Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charu mit LP hindran und wir fahren fort mit Let's Play Snufkin und die Melodie des Mumintals. Ja, beim letzten Mal haben wir das Spiel begonnen und wir sind immer noch nicht im Mumintal angelangt. Aber unsere Leise, ja, wir sind leider nicht allein, dieser kleine namenlose Critter da. Ein Critter, ne? Kleine Typsi, der würde gerne einen Namen haben und folgt uns jetzt einfach so. Hört ihr? Die Melodie ist schon ein kleines Ticken lauter. Lauter. Ein bisschen glücklicher, habe ich das Gefühl. So. Den Vogel haben wir aufgemuntert und weiter geht's. Wir müssen rausfinden, warum die Tiere aus dem Mumintal fliehen. Das soll ja eigentlich richtig peaceful sein. Richtig friedlich und schön und... ja, schöner Ort für alle. Och, das Spiel sieht so schön aus. Ja, ich fand vor allem die Winterillustration im Opening-Video so schön. Ah. So. Oh, guck mal. Krass. Dass sich verformt. Also manchmal habe ich so das Gefühl, dass man merkt, dass ich mit Super Nintendo und PlayStation 1 und GameCube aufgewachsen bin. Warum? Naja... ich finde, ein bisschen dieser Retro, also, dass ich das Retro nenne, ist auch ein Crime. Aber ich finde, es ist halt irgendwie, es hat dieses je ne sais quoi. Und wenn man dann bei modernen Spielen, also modernen, heutigen Spielen guckt, und man hat diese wunderschönen Indie-Spiele, die halt mit einem kleinen Team gemacht werden. Und man dann da so die kleinen Details sieht, obwohl das Spiel eine relativ, quote-unquote, simple Nook hat, ist man dann trotzdem immer wieder... hat man da immer mal so ein Grinsen im Gesicht. Ich finde das super. Die Ameisen machen den Weg frei. Danke, Ameisen. Tut mir leid wegen dem Ameisenhaufen. So, stimmt. Was ich noch erzählen wollte, das war auch einer der Gründe, warum ich lange Zeit nicht aufnehmen konnte. Ich habe meinen Computer wieder in Schuss gebracht. Ja, die IO-Kühlung war im Arsch. Und so habe ich die auswechseln müssen. Und jetzt nehme ich auf, CPU ist zu gut, ja, 20 bis 50%, je nachdem wie viel im Screen passiert, ausgelastet. Und ich höre meinen PC nicht. Ich höre gar nichts. Die Lüftung ist still wie eine Winternacht. Ich liebe es. Ich bin so glücklich. Ich kann jetzt wieder aufnehmen, ohne dass mein Prozess auf 90 Grad plus hochschießt. So. Und das heißt, es sollte dann auch keine... ich liebe Musik. Ich auch. Ich bin auch großer Fan von Musik. Man sollte es auch nicht mehr nebenbei hören. Und ach, das macht mich so glücklich. Oh, ein Weg nach unten. Schön. So, komm mal mit. Ach, die Musik ist so schön. Ich glaube, wir mussten 3 von den Winzlingen finden, oder? Beim letzten Mal waren es 2. Jetzt sind es 3. So. Genau. Hallo? Kommt ihr auch noch mit? So, bevor wir da nach oben weitergehen, möchte ich dann doch die Leiter danach nach unten klettern. Ah. Ja, also momentan habe ich auch viel Arbeit. Viel Zeugs, das um mich rumfliegt. Ich bereite mich auf noch was ganz Gutes vor. Hoffentlich kann ich dann in ein paar Wochen oder so erzählen, worum es geht. Und ja, Snufkin wird wahrscheinlich am 1. Mai dann rauskommen. Mal gucken, wie viel ich komme. Ich glaube, Mario lief ja bis Mitte März oder so. Und ja, hier haben wir dann... es sollte nicht allzu lang sein. Mal gucken, ob ich dann das andere Spiel, was ich draufnehmen möchte, aufnehmen kann. So, was ist das denn? Schilder? Mit Regeln? Mit in der Natur? Oh. Wer würde so etwas tun? Ja, Snufkin ist wohl kein Freund von Schildern und Regeln mitten in der Natur. Oh.
korrekt damit. Auch das inspiriert Snufkin. Anarchie. Hehe. Also, ist es euch lieber, wenn ich ihn Snufkin nenne oder wenn ich ihn Schnupperig sage? Weil ich weiß eigentlich, auf Deutsch heißt er ja Schnupperig in der Lokalisierung. Aber Snufkin ist so ein schönes Wort zum Sagen. Sag das mal selbst. Snufkin. Mumin ist ja beides gleich, ob es jetzt Mumin ist oder Mumin. Kommt plus minus aufs Gleiche hinaus. Aber Snufkin, Schnupferig. Snufkin. Ich bleibe Snufkin. So, guck mal die Wolken an. Die Nadelbäume. Ach, und die Musik. Noch mehr Schilder? Die gehören hier nicht hin. Oh, weg damit. Scheiß Schilder. Ja. Vor allem, trinke keinen Tee im Wald. Das andere habe ich gar nicht gesehen. Und jetzt... Hast du was gesagt, Kleiner? Ich bin unterwegs. Ja, ist okay. Der kommt schon hinterher. Wie auch immer der dann heißen wird. Oh oh. Was ist das? Wer würde denn die Landschaft auf diese Weise ruinieren? Irgendetwas stimmt hier ganz und gar nicht. Ich kann es spüren. So ein riesiges Schild, aber mitten in der Natur. Mit Verbotsschildern drauf. Er sieht ein bisschen aus wie Mumin. Nur anders. Ja gut. Da. Schnupferig, Snufkin, die Melodie des Mumintals. Ja, wir haben es zum Titel geschafft. Der Prolog ist vorbei. Oder ist er das? Ach, schön. Schön, 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 schön. Ich bin ja so glücklich, dass es nicht der Prozessor war, der abgekackt ist. So. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Och, das ist so schön. Ach, dieses Aquarell. Aquarell ist so schwer. Mein Schilder. Weg damit. Tschüss. Im Wald herrscht Anarchie. Kein Lagerfeuer? Nicht mit mir. Wobei kein Lagerfeuer im Wald auch nicht blinde. Also zündelt nur an dafür vorgesehenen Orten, ja? Nicht gucken. Also nicht die Natur bestaunen. Nee, die Natur ist da wieder bestaunt zu werden. Keine Äpfel? Ich mag Äpfel zwar auch nicht, aber hey. Hat jemand ein... Zwei Bäume? Was ist das da drüben? Vergiss nicht, du leistest hier sehr wichtige Arbeit. Jawohl! Was genau war gleich nochmal meine Aufgabe? Du musst dafür sorgen, dass diese Regeln jederzeit eingehalten werden. Rund um die Uhr. Jeden Tag. Wir bauen hier das Tal der Zukunft. Was ist mit Toilettenpausen? Hallo? Die gehören nicht ins Tal der Zukunft. Aha. Ach, die Musik ist toll. Sich die Instrumente ändern. Halt! Du musst auf den Park aufpassen, während ich unterwegs bin. Ein Park? Das werden wir sehen. Schilder entfernen. Entferne alle drei Schilder, um die Polizisten loszuwerden, Natur wiederherzustellen. Ihr seht, warum ich dieses Spiel auch mit dir auf meinem Kanal haben wollte. Regeln? Schilder? Das macht mich so wütend. Weg damit. Regeln und Schilder. Ja, Snufkin ist wohl ein Anarchist, wie er leibt und lebt. So. Ho.
Ich war mir sicher, dass hier Regeln standen. Naja, dann suche ich woanders nach Regeln, deren Einhaltung ich durchsetze. Auf Nimmerwiedersehen, Polizist. Wenn ich die Regeln entferne, verschwinden also die Polizisten. Dann beseitigen wir mal den Rest des Parks. Also Snufkin scheint doch stärker zu sein, als er ausschaut. Und guck mal, die Natur, sie kommt wieder zurück, nachdem die ganzen Regeln weg sind. Und das hat uns sogar inspiriert. Was für eine wunderbare Melodie. Schön, oder? So muss die Natur sein. Nicht eingegrenzt und eingezäunt. Parks. So weit kommt's noch. Oh, da ist ja noch einer. Ja, kein Wunder, sind die Tiere geflohen. Noch so ein scheußlicher Park. Er versperrt mir den Weg. Ach, weißt du, du bist Snufkin, du willst einfach nur deinen guten Freund Mumin wiedersehen und dann sowas. Ne? Also irgendwelche Bullen, die durch Parks patrouillieren und Schilder aufstellen und hier für irgendeinen... für irgendwie so einen Kram sorgen. Das geht doch nicht. Und zwar... müssen wir das einfach entfernen. Und natürlich die Inspiration nicht vergessen. So. Aha. Verblassen. Ihr sollt nach einem Schlüssel suchen. Ich liebe es. Ich liebe, dass das in so in Rage gerät. Sie ist aufgebracht. Eines ihrer Entenküken scheint da drüben festzusitzen. Vielleicht sind das noch mehr. Armes Ding. Oh. Keine Sorge, ich werde dir Gesellschaft leisten, während der heldenhafte Schnupferich dein Entchen rettet. Die vermissten Entchen. Finde alle Entchen und bring sie zurück zu ihrer Mutter. Oh, es ist so cute. Piep. Da haben wir eins gefunden. Piep. Mimi. Mimi. Oh, wieder vereint mit ihrer Mutter. Wie Freude. Die scheint immer noch aufgeregt zu sein. Vielleicht sind es noch mehr Entchen. Ich liebe, wie die Entchen klingen. Mimi, Mimi. Oh, das ist so süß. So knuffig. Ah, piep. Oh nein, da ist ein Entchen. Ich weiß, Spiel. So, wir müssen da gelandet, kleines Entchen. Mimimi, komm doch mit. Das bin einfach ich. Ich bin dieses Entchen, wenn ich einfach gute Laune habe. Oh. Guckt mal, Leute. Einfach mal. Einatmen, ausatmen und die Natur genießen. Ach, die Geräusche von Wasser. Die sind so beruhigend. I love it. Oh. Oh, da ist ja noch ein Entchen. Mimi? Mi. Ich wollte nicht drauf pumpen. So. Hallo, kleines Entchen. Jetzt haben wir zwei kleine Mimis. Also. Ich liebe es ja auch, irgendwelche lustigen Geräusche zu machen, ständig. Und manchmal passiert mir das auch bei der Arbeit, wenn ich richtig gut gelaunt bin und es nicht so viel los ist. Es ist dann teils auch ein bisschen lustig. Na, ihr kleinen Mimimis? Ja, ich bringe mich zurück zu eurer Mama. So, nicht den Anschluss verlieren. Herzig. Guckt euch das mal an. Na?
Oh, was für ein wunderbarer Klang. Titi. Ich bin zu Tränen gerührt. Ja, ich finde den Klang des Worts auch super. Tenten. Vielleicht könnte das dein Name werden, Titi. Titi, das macht mich so glücklich. Fast. So glücklich. Wie wäre es mit Titi U? Ein glücklicher Anfang mit einem traurigen Ende. Titi U. Fröhlich, traurig und schön. Wie das Leben selbst. Oh, das gefällt mir. Mein Name lautet nun nicht mehr er, der den Schlupferich traf. Ich bin Titi U. Meine eigene Persönlichkeit mit eigenen Verantwortlichkeiten. Oh, so viele Verantwortlichkeiten. Ich sollte ihm besser nachkommen. Ich werde einen Briefkasten brauchen. Und Rechnungen. Oh, so viele Rechnungen. Tja. Titi U hat einen Namen bekommen. Was ist das? Ein Schlüssel? Doch, wie süß. Sieht so knuffig aus. So. Also, wir könnten Titi U einen Namen geben. Gut, ein Name ist keine Selbstverständlichkeit. Wie so vieles auf der Welt war direkt vor unserer Nase und uns doch verborgen. Ach, so ein schönes Spiel. So. Und jetzt werden wir erstmal randalieren. Hehehe. Also, Randaler kann man das ja nicht mal wirklich nennen. Also, wir müssen uns vor den Polizisten verstecken. Damit die uns nicht entdecken. Und alle Schilder entfernen. Ja, es gibt Orte, an denen wir quasi sicher sind. Und sie uns nicht sehen können. Es ist so ein bisschen so wie so ein... So. Also ein bisschen wie Dishonored. Ja, ich habe sonst kein anderes Spiel gespielt, in dem man sich verstecken muss. Außer Dishonored. Apparently. Oh, eine Statue. Eine Statue von dem Parkwächter. Nicht mit mir. Kollege. Das kommt mir nicht in den Wald. So. Hehe. Das ist das erste von 8 ganzen Schildern. Der Vogel ist furchtbar still. Vielleicht sollte ich für ihn spielen. Oh, was ist das denn hier? Vogelgesang in unserem Park? Das kommt uns nicht jetzt aus, denken sich die. Ich habe eine Statue vergessen. Nee, das kommt mir aber nicht ins Haus. Ach, das gleiche. Den gleichen Satz ein paar Mal sagen. Hehe. So. Nee, das gibt Inspiration. Das ist gut so. Außerdem. Der Parkwächter hat seine Statuen aufgestellt. Etwa von sich selbst? Nee. So. Zerbrechen zwar nicht, aber. Nö. Ne? Also, was ich auch sehr schön finde, was es ein sehr relaxes Spiel ist, wenn uns halt einer von den Polizisten sieht, kommt nicht direkt so eine ultra angespannte Musik, wo man sich denkt, oh nein, jetzt wurden wir entdeckt, oh nein, Hilfe. Sondern es bleibt weiterhin die gleiche Musik und das finde ich eigentlich mega schön. Das ist nämlich so eine der Sachen, die mich an teils so diesen Schleichspielen, ja, stört ist vielleicht das ganz falsche Wort, aber es macht einen sehr angespannt. Uhuhuhu. Hehe, geschafft. So, was fehlt denn da noch? Da ist doch ein Schild. Da brauchen wir einen Schlüssel. So. Heh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 e. Danke, Kumpel. Ah, es hätte noch ge... gereicht, um mir den Schlüssel zu schnappen, aber nö. Na gut, zu wissen, dass der mit dem Blick den
Entenvögelchen folgt. So. Dann wollen wir das mal nochmal versuchen. So. Hehehe. Das ist Geräusch des Vogels, ist auch toll. Der guckt nur in die Richtung. Der guckt auch noch drüber. Wir warten, bis der wieder zurückguckt. So. Nix da mit Regeln. Ich liebe, dass der Hut rausguckt. I love it. So. Damit der Typ uns auch nicht beim Vorbeigehen erspäht, ist jetzt auf einmal eine Vase. Eine große Vase vor seiner Nase. Und zack. Und mit dem letzten Schild haben wir das jetzt hier auch gelöst. So. Schön. Dann können wir weitermachen. Und weg damit. Warte nur, bis Mumin das erfährt. Oh. Und da können sie richtig drüber tratschen. Dann gibt es doppelte Anti-Parkwächter-Action hier. So, aber so schön das auch war, wir sind bei unseren 20 Minuten angelangt. Das ist gerade ein sehr schöner Punkt, um die Episode für heute zu beenden. Ich danke euch fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.